Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Murat, ich bin von der Firma Fotolia, von der Bildagentur und wir sind hier heute bei der Fotokina, wie ihr hinter mir sehen könnt, und führen Interviews mit Leuten, die Ahnung haben, was im Fotobusiness passiert. Heute und jetzt gleich bei euch mein nächster Gast, Amos Struck von Blog Fotos kaufen, Fotos verkaufen und Stock Photo Secrets. Mein Name ist Amos Struck von der Webseite fotos-verkaufen.de. Wir haben heute Fotolia hier auf der Fotokina getroffen und wir machen jetzt gleich mal ein Interview mit Murat. Murat, deinen Nachnamen kann ich immer schwer aussprechen, deswegen sagst du mal wieder deinen Nachnamen. Murat Eremel, hallo. Murat, für was bist du bei Fotolia verantwortlich? Ich bin verantwortlich bei Fotolia für Marketing und PR. Jetzt für die Fotografen ist das so eine Geschichte, die wollen immer wissen, was gibt es Neues bei Fotolia. Und da fragen wir dich gleich mal, was habt ihr Neues für Fotografen in petto? Ganz neu ist, dass wir ganz viele neue Länder und Märkte erschließen. Also wir haben gerade Chile, Kolumbien, Argentinien, Mexiko und Australien eröffnen in Kürze Südafrika und sind auf der Suche nach neuen Country Managern, unter anderem für Holland und Benelux. Das heißt, dass es natürlich mehr Absatzmarkt gibt, den wir beackern und dass da möglicherweise auch ein ganz anderer Content gefragt ist. Jetzt als deutscher Fotograf, da läuft es in Deutschland richtig gut mit euch und deutscher Content ist ja super gefragt, aber jetzt ist ja auch vielleicht die Frage, will ich vielleicht auch mal anderen Content produzieren? Was ist denn für die anderen Länder gefragt, so ein Content? Naja, jetzt mal ganz oberflächlich gesagt, wenn ich als deutscher Fotograf Zugriff auf verschiedenste Models habe, also in einer Universitätsstadt wohne, wo einfach eine gewisse Bandbreite an Ethnizität vorhanden ist, dann ist es bestimmt überlegenswert, ob ich nicht einfach auch mal anfange, nicht immer nur so typisch deutsche Motive und Models zu shooten, sondern ob ich auch mal mische, ob ich jetzt daran denke, dass möglicherweise von Fotolia sehr viel aktiver Südamerika, Lateinamerika bearbeitet wird, ob ich das nicht in der Bildsprache zur Umsetzung bringe einfach, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich es heute nicht mache als Fotograf, irgendein Fotograf wird es auf jeden Fall übernehmen. Ja, ich meine, ohne Frage. Ja. Also wir haben knapp 200.000 Contributors und ich meine, wenn ich es nicht mache, wie du gesagt hast, ein anderer macht es auf jeden Fall. Das ist wie immer, das ist eine Frage auch der Geschwindigkeit, der Schnelligkeit, wann entdecke ich eine Nische. Das ist jetzt nicht eine wirkliche Nische, dass wir diese Bilder nicht hätten, aber wir werden natürlich sehr viel mehr Content, neuen Content anbieten müssen, um dort das Marketing zu machen. Und dafür ist der Content halt sehr gefragt und ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, darauf zu reagieren. Super. Letztens noch durch die Presse und auch auf unseren Webseiten stand, dass ihr ein Investment erhalten habt von KKR. Eine interessante Geschichte und ich denke, als Fotograf stellt man sich eigentlich die Frage, ich bin ja auch Fotolia-Fotograf, was macht ihr mit dem Geld für mich als Fotografen? Also zunächst das, was ich gerade geschildert habe, Internationalisierung, Ausbau der Vertriebsstruktur, Gewinnung neuer Märkte, Stabilisierung etablierter Märkte. Das heißt grundsätzlich sehr, sehr stark wir werden in Personal investieren, das machen wir. Wie gesagt, wir haben für die genannten Länder Manager eingestellt. Wir werden in Technologie investieren, das heißt, dass wir einfach weitere Services den Kunden, vor allem Großkunden, anbieten können. Und wir werden natürlich dann auch, um den Content, den wir jetzt hoffentlich dann noch zusätzlich generieren, besser vertreiben und vermarkten zu können, auch wiederum in Marketing investieren. Das heißt, wir werden natürlich sehr, sehr viel dafür unternehmen, mehr noch unternehmen als bisher, um weiterhin viel Content zu verkaufen und eben an neue Kunden in neuen Märkten. Weil was viele Fotografen, ich denke, auch ein bisschen unterschätzen, ist, das Marketing ist schon echt ein riesen Ding. Ich sehe es auch immer wieder, ich treffe immer wieder auf so Messen wie hier der Fotokina oder der Buchmesse jetzt demnächst, wo ihr unterwegs seid, den Exco waren wir jetzt letztens noch kurz. Genau. Und das ist so eine Geschichte, ich glaube, die unterschätzt man ein bisschen. So, was macht ihr für Marketing vielleicht? Mal so aus der Fotografensicht. Naja, das ist jetzt so, wir sind natürlich in dem Moment, wo wir Stockfotos anbieten, zu den Preisen, wie wir sie anbieten, sind wir sehr interessant für sehr viele Branchen. Das ist nicht mehr nur klassisch irgendwie die Werbeagentur oder der Verlag, der die Bilder druckt, sondern wir sind auf Messen unterwegs, wo wir Softwarehersteller finden, wir sind auf Messen unterwegs, wo wir die Druckbranche kennenlernen, wir sind auf Messen unterwegs, wo wir möglicherweise die Verlagsbranche besser kennenlernen und haben da entweder Stände oder gehen hin und zu besuchen. Wir müssen uns also sehr, sehr breit aufstellen, weil vom Softwareanbieter bis zum klassischen Verlag oder bis zur Firma, die E-Mail-Marketing macht und für E-Mail-Header Bilder braucht, haben alle irgendwie einen Bildbedarf, einen sehr, sehr unterschiedlichen, aber wir wollen die alle bedienen und deswegen sind wir sehr, sehr breit in unserer Außenwirkung aufgestellt und müssen jedes Mal gezieltes Marketing machen. Das ist sehr aufwendig, das ist auch sehr teuer, aber ich meine, von nichts kommt nichts und wenn wir weiterhin so wachsen wollen wie bisher und weiterhin so viele Bilder verkaufen wollen, vor allem die deutschen Fotografen werden das bestätigen können, bei uns passiert halt im Vergleich zu anderen Agenturen relativ viel. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz gute Position, ohne Zweifel. Dann liegt es unter anderem auch daran, dass wir sehr, sehr umtriebig sind. Und da dürfen wir nicht nachlassen. Und damit wir da mehr machen können, machen wir das mit mehr Leuten und zukünftig halt einfach in mehreren Märkten auf der Welt.
Ja. Ist auf jeden Fall interessant. Ich denke, das darf man nicht vernachlässigen, dass das die Arbeit der Agentur, die macht ihr wirklich gut. Also der Verkauf der deutschen Fotografen, das merkt man immer wieder, geht eigentlich immer nur noch nach oben. Ne? Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das war es eigentlich soweit von hier. Wir wollten kurz mal ein paar Fragen stellen an Murat. Ja. Vielen Dank. Ja, danke Amos für die Fragen. Hat mich sehr gefreut und bis bald mal wieder. Bis bald.